Jo, hallihallo liebe Leute, schön, dass wir eingeschaltet haben. Wir sind bei Nightwoods im Battlefield Hardline unterwegs und wir spielen. Ich weiß nicht, ich wollte ja mal snipern, habe ich gesagt. Allerdings ist diese Map immer recht dunkel. Aber wir werden trotzdem snipern und zwar mit welcher Waffe? Die M82 habe ich sehr gerne gespielt, ist aber ein bisschen schwerfällig, dauert auch ein bisschen lang. Also ist ein bisschen, ja wie soll ich sagen, schwerfällig halt immer. Ich glaube, wir nehmen die Scout-Elite. Ach komm, wir nehmen die Scout-Elite. Sechsfach, da machen wir achtfach rein. Und hoffen, dass das Ding geil ist. Haben wir mit der Scout Elite jetzt mittlerweile wenigstens schon mal die Goldtarnung? Haben wir natürlich noch nicht. Machen wir versilbert rein. Okay, los geht's, Baby. Oh Mann, jetzt muss ich jetzt mal gucken hier, ob die Folge lustig wird. Ich weiß nicht. Ich muss jetzt mal die ganzen Gegner hier finden, sehen. Was bestimmt nicht so einfach ist. Ich meine, gut, da ist bei Eroberung deutlich bessere Karten, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, Digga. Komm, friss wenigstens das. Ja, zwei. Multikill. Läuft. Schade, dass die drinnen sind, Mann. Ich hätte gerne irgendwie so gesniped, so ein bisschen, aber. Wird wahrscheinlich gleich kommen, denke ich mal. Hoffe ich. Irgendwie gleich, wenn die rausrennen oder so. Wenn die uns folgen und versuchen wegzuholen. Ich sehe gar nichts hier. Ey, ich habe wieder keinen getötet, Mann. Was ist denn das für eine Kack-Handwaffe hier? Jetzt mal ohne Scheiß, ey. Und ich glaube, Snipern ist jetzt gerade in dem Moment falsch, weil die alle im Gebäude drin sind, oder? Einer bringt das Paket weg. Den könnten wir uns jetzt vielleicht holen. Ja, er muss bloß dahin fliegen. Wenn er nicht dahin fliegt, dann ist Scheiße. Nicht getroffen. Ernsthaft? Ey, ich hab den doch mal eiskalt getroffen vorhin. In den Rücken geschossen. Und er hat irgendwie trotzdem überlebt, ey. Das ist doch voll kacke. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Er ist nicht dort. Scheiß Heli, verpiss dich. Komm, ihr schafft es nicht. Los. Ding wieder einfangen. Einfangen hier. Ich meine, Heli hat nichts zu bedeuten, Leute. Keine Angst. Von hinten. Ey, hoffentlich kriegen unsere Leute das Ding noch. Das wäre voll kacke, wenn nicht. Aber sieht so aus, als wenn die fast in der Überzahl wären, ne? Das wäre voll blöd. Haben sie das Ding? Ist wieder resettet worden, ne? Wenn ich das richtig sehe. Das ist gut. Sehr gut. Mann, es ist blöd, weil das alles dunkel ist. Das ist echt kacke. Es müsste hell sein. Die Map ist ja eigentlich durch DLC eingeführt worden. Und warum die jetzt im Classic-Modus mit drin ist, weiß ich nicht. Mein Job. Ich sehe nix. Ey, ernsthaft jetzt? Ach komm, Mann, es ist so lächerlich ohne Müll. Schön. Komm schon, Digga, los, es muss laufen hier. Boah, Alter. Dreierkill, ey, und die Runde ist vorbei, es gibt's doch nicht. Verloren, Mann. Was ist denn das für eine Kacke hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, müssen wir auf jeden Fall noch eine Runde mit dranhängen. Ist immer wieder extrem kurz gewesen hier. Voll die Scheiße. Schon wieder Nightjob. Mann, ist doch Kacke. Aber erster mit den lächerlichen Stats. Ist doch echt scheiße, oder? Mann, ich würde gerne mal wieder richtig snipen irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mal Eroberung zocken. Aber bei Battlefield Hardline kann man nicht so wirklich snipen. Es geht zwar, aber... Du hast nicht so diese großen Maps, da ist bei Battlefield 4 deutlich besser.
Battlefield 4 so ein Sniper-Battlefield. Oder Battlefield 1, während Battlefield Hardline mehr so, weiß ich, so ein Gammel-Battlefield. Das ist ein gutes Gammel-Battlefield, aber nicht auf dem Stand wie ein Battlefield 4 oder 1, finde ich. Aber trotzdem ein sehr gutes Battlefield. Also ich find's gut. Ist mal was anderes. So. Ich habe aus irgendwelchen Gründen, man weiß nicht warum, wieder die Knockout. Panne holt sich die Punkte, nur 150, aber scheiß drauf. Oh shit. Die ersten sterben schon. Natürlich, Digga! Und natürlich sitzt wieder gar nichts. Kein Hilfskill, kein Schaden, kein gar nichts gemacht. Ich finde es immer geil, wenn man gar keinen Schaden macht. Das macht echt immer Spaß. Weil dann weiß man, dass die Granate... Oh Mann, was soll denn das, Mann? Ein Hoch auf die Spawncamps, ey. Da muss man erstmal wieder drauf achten, auf die scheiß Spawncamps. Komm schon. Ja, wie schnell soll ich denn hier handeln? Vor allem, wenn ich überall drin festhänge, Mann. Oh, was ist denn das für eine Kacke, ey? Ohne Müll, Mann. Das nervt schon wieder tierisch. Du wirst hier so dermaßen überrannt einfach auf dieser Kackmap. Wir müssen was anderes nehmen, weil es bringt so nix hier. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Ich versuch's immer MP5K. Wenn ich spawnen könnte... Natürlich, ich konnte oben nicht spawnen. Also, wo fangen wir an? Ganz weit hinten. Das ist so lächerlich, Mann. Jetzt können wir erstmal wieder 100 Kilometer laufen. Das ist die Anfangswaffe. Die ultimative Anfangswaffe. Ich weiß nicht, das ist glaube ich... Ich weiß nicht, ist das die Anfangswaffe? Sieht ein bisschen so aus. Ist doch scheiße, oder? Ist doch echt kacke, Mann. Ja, los! Wenn unser Kollege mal läuft und nicht wie bei Battlefield 1 über jeden Kieselstein Anlauf holend rüberspringen muss, wird es auch kein Problem, Digga. Wenn er hier nicht einschläft, der gute Brudi. Oh, Digga, komm her, Alter. Das ist richtig auf den Sack, du Stricher. Natürlich, Panne verzielt. Oh, da kommen noch einige. Lad doch nach, Mann! Ey, wie lange er braucht zum Nachladen teilweise, das ist doch wohl lächerlich. So. Ich hab gedacht, da ja ein Mitspieler von mir vor mir gelaufen ist, dass, wenn der nicht angeschossen wird, was man ja sehen würde, kein Gegner mehr da ist. Aber natürlich, der Gegner schießt nicht auf meinen Kollegen, der vor mir läuft, sondern er schießt auf mich. Es wäre zwar, einfacher gewesen, auf einen Kollegen zu schießen, aber naja. Die meisten warten ja immer, bis Panne kommt. Und dann halten sie drauf. Warum, weiß ich nicht. Als wenn über meinen Kopf so ein Riesensymbol ist mit bitte schieß auf mich, nicht auf alle anderen. Ich will als erster sterben. Irgendwie sowas. Sowas ganz komisch lächerliches. Kommt da mal. 4-4. Boah, ist das schlecht. Da oben drauf. Ich werfe einfach mal auf gut Glück. Die Granate kommt zwar eh nur 3 Meter weit, aber wir versuchen es. Es war keiner oben. Läuft. Die sind hier oben, ey. Wo sind denn die Homies? Boah, die stehen alle hier oben, komm. Das war doch einer von meinen Leuten, oder nicht? Stand, war da nicht gerade? Da war doch eine grüne Schrift drüber, oder nicht, über den Typen? Oder irre ich mich? Da war doch... ich weiß nicht. Hab ich mich gerade verguckt, oder? Kam so, als wenn da eine grüne Schrift drüber war. Komm. Lad nach, Homie.
Mann! Warum braucht er denn eine Stunde, ehe man wieder mit der Waffe schießen kann, Mann? Es ist doch hirnrissig. Erster Platz ergattert jetzt. Warum braucht man da eine Stunde? Du kannst nicht direkt schießen, wenn du... Das ist doch kacke. Und warum kann ich da oben jetzt nicht spawnen, Mann? Es ist so behindert. Kein Wunder, dass du jedes Mal 100 Kilometer fahren musst. Ist doch scheiße. Warum kann man da nicht spawnen, Mann? Voll behindert. Voll behindert, Digga. Wenn es so fair ist, dass ich den richtigen erreichen kann, dann... Digga, stirb, Mann. Ich weiß zwar nicht, warum du 5 Headshots aushältst. Aber naja, ist ja egal. Cool ist cool, Digga. So, komm, jetzt hol dir die Nummer hier. Paket haben wir wieder gesichert. Die Waffe ist irgendwie cool, finde ich. Weiß ich. Irgendwie ist sie ganz witzig, ne? Rennen wir mal wieder hier rüber. Hier rüber. Obwohl, wir bleiben lieber hier, weil wir müssen... Ich weiß nicht. Wir müssen das Ding hier abgeben. Es könnte gefährlich werden hier. Oder gefährlich dort beim Einsammeln. Beim Resetten, sag ich mal. Er schießt einfach irgendwelche Leute, er ist cool. Okay, dann rennen wir mal wieder dahin. Die Gegner, die werden wahrscheinlich den verfolgen, denke ich mal. Also sollten sie. Er wird verfolgt. Wir haben Granatwerfer mit dabei. Ist ja nicht so, dass der Granatwerfer one-hittet auf den Autos, aber es ist eine Chance. Digga, komm, den will ich haben. Schön. Service da läuft. Komm, lad nach. Komm. Stirb, Homie. Schön. Lad nach, Mann. Schön. 12 Schuss, bloß noch, auch da müssen wir nachladen oder oben. Oh shit, oh shit, oh shit. Man kann da manchmal auch nicht rüberspringen, verdammt. Noch eine Granate oder so? Hier. Scheiße! Warum habe ich denn den jetzt gerade... Warum habe ich denn keinen mit der Granate getroffen? Das war doch gerade mal eiskalt. Da muss ich doch irgendwie ihn getroffen haben, oder nicht? Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich habe gedacht, wir sind krass. Oh Mann, wie scheiße ist denn das? Ich glaube, jetzt verstehe ich langsam, warum sie die Spawn-Cam und so schwachsinnige im Kampf Spawns entfernt haben bei Battlefield 1. Echt. So lächerlich. Du hast gar keine Chance, Mann. Ey, Battlefield Hardline ist echt ein Battlefield für sich. Du hast gar keine Chance, hier überhaupt irgendwie was zu machen, wenn du Pech hast. Du spawnst und bist tot. Und jetzt spawnst du wieder noch weiter hinten. Wenn du dann noch so ein... Oh, Digga, ganz ehrlich, was bist du schwer für ein Held, Mann. Fahr doch halt mal vernünftig. Oh shit. Steig lieber aus. Granate hat wieder immer nicht gesessen, läuft. Komm. Komm schon. Goldstar. Oh, ich hänge schwer fest.
Man hängt ja manchmal so komisch fest hier in dem Spiel. Wie in Battlefield 1 an so kleine Kieselsteine. Komm, Digga, wir gehen da hinten mit hin. Ein paar Meter haben wir noch. Was können wir noch upgraden hier? Schnelle Reparatur. Ach, keine Ahnung, schnelle Schussbereitschaft. Sicher ist sicher. So, Digga, komm. Ah. Weiß auch nicht, warum ich die manchmal nicht treffe. Ich treffe die zwar, aber irgendwie manchmal, keine Ahnung, die halten enorm viel Schuss aus irgendwie. Ist ganz komisch. Wie kannst du 100 Mal drauf schießen, da passiert gar nichts. Nassi. Gute Runde aber. Gute Runde für nichts. 21:10. Komm langsam rein in unser Battlefield-Ding. Battlefield Hardline. Mann, ich bin so Battlefield 1 besessen, dass ich gar nicht mehr durchsehe, hier was überhaupt abgeht. Digga, spring. Ach, das ist der Abgabepunkt. Ich renne völlig falsch. Stell uns mal hinten mit hin. Für den Fall, dass unser Homie es hierher schafft. Das sieht aber fast so aus. Als wenn ihn irgendwie auch keiner mit Auto abholen möchte, ne? Digga, fahr! Steig doch in die Karre ein! Mann, was ist denn das für ein Pisser, Alter? Wo ist das scheiß Paket? Hol's dir! Ich bin doch gerade voll durchs Paket gelaufen, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Mann, es ist doch kacke! Ich bin doch gerade voll durchgelaufen, oder nicht? Ich war natürlich auch ein bisschen konzentriert auf den Gegner. Ja, natürlich. Aber mich hat irgendein anderer getötet. Irgendein anderer hat mich getötet. Mit der Magnum. Mit der Schrot schon wieder, Mann. Das ist eine krasse Waffe hier. Jetzt können wir wieder bloß Kilometer weit entfernt spawnen. Ist wieder schön. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Ist ja schön gemacht. Im Battlefield Hardline besser denn je. Lausige Killhilfe. Was auch immer mir die Scheiße bringen mag, dann snipet jemand. Ich versuche mal das Päckchen zu holen. Das ist ja schließlich unsere Aufgabe. Allerdings haben wir bloß noch 2 Minuten. Was Schlechtes. So ein Bajonett wäre cool. Oh, Digga. Komm schon, hol's dir. Steig ein. Komm, stirb! Schön! Schön mit der Spinne weggeholt. Oder Lord hat mich gekillt. 26:12, naja. Ist aber trotzdem eine gute Runde, finde ich. Komm schon. Oh shit. Ey, so schnell kann man gar nicht handeln hier. Vor allen Dingen, wie? Selbst wenn ich weggerannt wäre. Ich sehe mal bloß. Ich weiß noch nicht, die haben irgendwie. Manche Leute haben auch irgendwie in ihrem Magazin unendlich viel Schuss. Die töten einen, dann töten sie den zweiten, dann holen sie den dritten auch noch mit weg. Das ist ganz komisch manchmal. Ja. Ich spawne mit Tod, pass auf. Schaffen wir nicht mehr. Das Päckchen noch zu holen und dann noch abzugeben, wird nichts mehr. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, das funktioniert irgendwie. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das wird nichts. Noch ein Kill von uns, dann war tot. Also dann ist vorbei. Granate, du Arschloch! Und noch eine. Und das Paket, ich weiß nicht. Ah, ich habe gedacht, wenn wir das Paket vielleicht nur kriegen, ich weiß nicht, ob das dann trotzdem zählt. Oder solange wir das Paket haben, die Chance haben, das Ding noch zu reißen für uns. Ich weiß nicht. Shit!
vorbei, naja. Aber gut, Runde. Ich glaube, zweiter oder dritter Platz. 26:15, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Feedback da. Ein Daumen nach oben würde mich sehr glücklich machen. Und ja, Kommentare nicht vergessen. Ich beantworte sie gerne. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield Hardline oder irgendeinem anderen Let's Play. Haut rein, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus.